Ja, ja, da kann man das aus der Reihenfolge schwer erfahren. Ja. Ja, 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 das ist klar, ne? Ja. Ja, ja, genau, ne? Richtig, das ist Hosting und alles, was aus dem ersten Jahr auch inbegriffen. Richtig, ja, genau. Design, weil was ich dazu sagen, auf einen Millimeter in Ort, da muss der Strich sein, da muss die Farbe mit dem Gold sein, also einfach extrem, oder? Und dort haben wir etwas mehr müssen, wir haben eben für das Design zu erstellen, oder? Aber ich habe ja vielleicht gesehen, das hat ja auch Referenzen oder Beispiele, da gibt es ja ganz einen Haufen. Dahinter steckt immer das Krisensystem für das Managen, oder? Aber nach außen sieht es irgendwie anders aus. Und vielleicht erzählt das Design dabei, wo es von Darstellung her schon da gefällt. Oder würde ich sagen, mal das würde ich gefallen. Also, da können ja viele Farben anders sein und so, oder? Und eigene Logo und so weiter, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das Logo hättet überhaupt. Richtig, der Inhalt, den man natürlich nicht, aber was man dann schreiben will und was man für Vorteile daraus machen will, ist dann natürlich eine Sache vom Bund, oder? Muss man ja auch noch haben, oder? Weil das reine Dinge mit dem Layout, oder, das können wir in einem zweiten Tag können wir das, realisieren und zur Verfügung stellen. Dann läuft das, oder? Ja. Ja. Ja, ja, also 2-3 Tage und dann ist die Seite zur Verfügung und dann kann man von jedem Ort aus, wo man Internet tut, hat, dran arbeiten, oder? Dann ist ja... Richtig, das ist bei uns gehostet, also wir haben ja eigene Server, die hier in Bern sind, oder? Also, Nein, gar nicht. Oder? Das ist ja hier sowieso gerade inbegriffen in diesen 990 vom ersten Jahr. Da können wir natürlich auch hier rein kommen, die halt zu. Oder? Also, eben, hat er den eigenen Domainnamen heißt er schon? Oder? Da hat er schon. Ah, nein, reserviert. Ja. Aber gut, ob er frei ist, hat er auch noch nicht. Oder könnt ihr auf www.nit.ch oder und dort kann man irgendeinen Domainnamen suchen oder auf der linken Seite oder kann man einen Domainnamen eingeben, zum Beispiel blabla.ch und dann sagt es einem nachher, oder? Das ist schon gesehen. Und es gibt auch viele Domainnamen auszuchecken, oder? Der kommt nicht, oder? Aber wenn man nachher ja, dort kann man reservieren, also eintragen für 17 Franken im Jahr, oder? Ja, sobald ihr den mal natürlich mal Namen mal wissen, so ob es oder rein ist, ist es gut, gut, kommt natürlich einen Namen drauf an, oder? Das ist ein spezieller, ich weiß nicht, ob man das oder ob das passt, oder? Richtig, das sollte man eigentlich haben, oder? Weil dann muss man sich nachher eben das Kaufdaten, oder man muss ja nachher einen DNS-Server eintragen, die, damit das sich gebunden wird, oder man kann sich um Web-Server einrichten. Und dann wäre es schon gut, wenn man den Domainnamen so heftig hat. Ja. Wie ist es denn bei dir hier in Bern? Mhm.
hat man die Möglichkeit zum Beispiel auch eigentlich nachher zu sagen, man würde den Entscheidung zu verweichern vielleicht, oder? Dann lassen wir uns den ganzen Plan zusammensetzen, der es macht, oder? Also, wo das System programmiert hat, oder? Weil das ist ja ein eigenes System, das wir realisiert haben, oder?